Furchtbar aufgewacht. Ich gehe mit offenen Augen durchs Leben. Neulich war ich doch im Einkaufsladen, ne? Obst gekauft, Trauben. Wollte was nehmen und was steht nebendran? Kernlose Trauben. Nur das soweit ist schon, habe ich so kleines Vergrößerungsglas rausgezogen. Angeguckt, diese kernlosen Trauben, habe ich keine Schnittstellen erkannt. Das muss ja so sein, weil. Wer nimmt denn sonst die Kerne raus? Aber dann bin ich drauf gekommen, ich habe keine Schnittstellen gefunden. Habe ich gedacht, na, kaufst du mal so einen Zopf Trauben da. Zu Hause aufgemacht, auch nichts gefunden. Wie kann das sein? Na, war mir klar, schon in der Jugend von den Trauben wurden die rausgenommen. Klein, wenn die Trauben am Baum wachsen, ist einer da gewesen und hat dann den Kern rausgenommen. Und dann sind die Trauben groß geworden und geerntet worden. Das gleiche Phänomen ist bei den Kindern so. Die erste in der ersten Schulklasse, da sind viele Kinder teilweise zahnlos. Und im Verlauf der nächsten 10 Jahre, wenn sie dann versetzt werden in die Klasse 4, 4a oder 4b, wenn sie Glück haben, wenn nicht, dann 4c, dann sind die geheilt, dann ist es nachgewachsen. So verhält sich das Ganze, ne?